Herzlich willkommen zum ersten wirklich sommerlichen UTV-Magazin. Wir im Team von UnternehmerInnen-TV lieben ja Bilder, Buchstaben und Wörter. Diese Leidenschaft teilen wir mit vielen anderen Kreativen, wie auch mit der Kölner Architektin und Designerin Elisabeth Rosenkranz. Mithilfe modernster Technik kreiert sie mit ihrer Firma No Gallery Schriftzüge aus verschiedenen Materialien, Worte und Sprüche in 3D. Exklusiv für UTV hat sie sowohl den Schriftenteil als auch ausnahmsweise das Bildlogo für uns erstellt. Sensationeller Schmuck für unser Studio, ganz herzlichen Dank. Wunderbare Schriften von No Gallery gibt es auch für unsere Zuschauer zu gewinnen im Laufe der Sendung. Wer mal wieder gründlich sein Büro ausmistet, findet vielleicht sogar noch die eine oder andere Diskette. Diskette, was war das noch gleich? Sie erinnern sich, das waren diese Dinger, auf denen man früher Computerdaten speicherte. Technisch gehören sie zum alten Eisen, aber optisch können die bunten Rechtecke noch so einiges hermachen. Lifehack-Spezialistin Annika Schön baut aus den kleinen Disketten einen stylischen Blumentopf. Ein perfektes Geschenk für jeden Nerd in ihrem Freundes- und Kollegenkreis. Herzlich willkommen zum Lifehack mit Annika Schön auf UnternehmerInnen-TV. Wir haben heute schon wieder ein technisches Thema. Wir beschäftigen uns mit Disketten, machen aber Deko draus. Ist also ein super Geschenk für Nerds und wieder etwas aus dem Bereich Upcycling. Wir nehmen etwas Altes, was man eigentlich nicht mehr braucht, denn wer benutzt heutzutage noch Disketten, und machen etwas Neues draus. Alles, was Sie dafür brauchen, sind natürlich Disketten, der Heißkleber. Das ist für die einfache Variante sozusagen. Da würde man den Topf aus 5 Disketten zusammenstellen, also eine Bodenplatte und entsprechend 4 Teile drumherum. Die andere Variante, wenn Sie noch so ein Case zur Verfügung haben, wo drinnen man die Disketten transportiert, dann könnten Sie auch noch eine zweite Variante herstellen, die auch beim Blumengießen etwas unproblematischer ist. Bei beiden Varianten stellen Sie die Seiten des Topfes aus den Disketten her. Das heißt, Sie haben 2 Disketten. Hier oben wird ein Klebestreifen aufgetragen mit dem Heißkleber und entsprechend eine Diskette rangesetzt. Das Ganze verbindet sich im 0, nichts, sodass es dann auch stabil ist, man dann einfach genau entsprechend so weiterarbeiten kann. Da der Heißkleber so schön schnell trocknet, hat sich das Ganze im 0, nichts zu einem festen Teil verbunden. Und genauso fahren Sie jetzt mit den anderen Seiten fort. Also immer eine Seite auftragen, Diskette ansetzen und beim letzten das Gleiche. Der Heißkleber ist ein bisschen flexibel, sodass Sie das Ganze zum Schluss schließen, es ein bisschen auseinanderbiegen können. Es funktioniert ganz gut. Bei der Variante mit dem Case benutzen Sie die eine Hälfte der Hülle als Bodenplatte. Sie können also genau hier an diesem Falz entlang schneiden. Geht sehr einfach und auch sehr sauber. Am Ende kommt das dabei raus. Wir haben einmal hier die Variante, wo auch der Boden aus einer Diskette besteht. Und wir haben die Variante, wo unten das Case als Bodenplatte dient. Da könnte man jetzt auch einfach die Disketten hier nach oben abziehen und wieder draufstecken. Hier hat es den Charme, wenn Sie die Blumen gießen, kann noch mal was daneben gehen, weil es wird ja unten aufgefangen. Bei der anderen Variante ist das Ganze natürlich durchlässig und Sie müssen vielleicht einen kleinen Untersetzer reintun. Viel Spaß beim Umsetzen und Büro dekorieren. Bis zum nächsten Lifehack. Alle bisherigen Lifehacks und Expertinnen-Tipps sehen Sie auf unternehmerinnen.tv. Ganz neu bei UnternehmerInnen-TV, Arabisch für Anfänger. Diplomjuristin Hayat El-Douki führt uns ein in diese sehr vielseitige, aber nicht immer ganz einfach zu lernende Sprache. Wir fangen mit ein paar Grundlagen an. Begrüßung, Aussprache und Temperament. Wir freuen uns sehr, dass Hayat El-Douki uns Einblicke in die arabische Sprache gibt. Hayat, jetzt mal ganz grundsätzlich, worauf muss man achten, wenn man arabische Wörter ausspricht? Verändert sich da die Bedeutung, je nachdem, wie man es ausspricht? Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen. Es gibt viele Buchstaben, die wir halt in der deutschen Sprache nicht haben, wie zum Beispiel A, die gibt es halt im Deutschen nicht. Oder ein A, zum Beispiel ein Doppel-A heißt ja Fida. Mit Ö am Ende, die gibt es halt im Deutschen nicht und da muss man schon aufpassen, weil es ab und zu mal andere Bedeutungen geben kann. Es gibt auch bestimmte Wörter zum Beispiel auf Deutsch, wenn ich sage oder, heißt auf Arabisch Zimmer.
Grundsätzlich, wenn man Arabisch spricht, sagen ja viele Leute, ja, Arabisch, das ist immer so laut und so emotional. Ist das immer so oder gibt es Situationen, wo man auch ganz bedächtig spricht? Nee, also wenn arabische Leute sprechen, denken die Nachbarn immer, oh, es gibt hier einen Riesenstreit. Dabei unterhalten sie sich ganz normal. Und ja, da, also das ist echt ganz lustig. Man muss schon immer den Nachbarn erklären, ja, wir streiten uns nicht. Wir unterhalten uns ganz normal. Die arabische Sprache ist halt gerade laut und auch sehr prächtig. Dann fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Wenn man sich einfach nur begrüßt und sagt, guten Tag, was heißt das? Ja, je nachdem. Also aus Höflichkeit sagt man eigentlich Salam alaikum. Damit meint man alle. Also nicht nur eine bestimmte Person, das hat man halt, um niemanden auch auszuschließen. Und man kann einfach auch nur sagen Salam, Hallo oder Marhaba. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die meisten nehmen wirklich Salam alaikum. Und wie antwortet man dann richtig? Ja, dann sagt man alaikum salam. Also alaikum, auf euch der Gruß zurück. Vielen Dank, Hayat Eduki. Erste Einblicke in die arabische Sprache bei unternehmerinnen.tv. Vielen Dank, Hayat Eduki, Arabisch für Anfänger, ab sofort immer auf unternehmerinnen.tv. In diesem Jahr wirbeln Drachen und Wikinger durch das Heide Park Resort. In der weltweit einzigen Themenwelt Drachen zähmen die Insel ziehen die Helden der Leinwand in Norddeutschlands größtes Freizeitpark- und Kurzreiseabenteuer. In der Drachenarena bändigen bereits die kleinsten Nachwuchswikinger wilde Drachen, Familien gleiten auf dem Bauch liegend Richtung Himmel und bunte Babydrachen cruisen durch das Wasser. Ansonsten ist höher, schneller, weiter angesagt und Sie können dabei sein. Wir verlosen jetzt 2x2 Tagestickets für das Heide Park Resort. Neu ist Drachen zähmen die Insel. Und wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie lautet der lateinische Begriff für Drache? Die Antwort geben Sie auf unserer Gewinnspielseite. Einsendeschluss ist der 13. Juni. Den eigenen Twitter-Kanal oder die Facebook-Seite auf der eigenen Homepage einbinden. Die Technik, ein sogenannter Plugin, macht es möglich. Das Landgericht Düsseldorf hat dem Nutzen dieser Plugins jetzt den Riegel vorgeschoben. Web-Expertin Ingeborg Brase erklärt Ihnen, worum es dabei genau geht und worauf Sie achten müssen. Liebe Unternehmerinnen, es gibt ein neues Urteil vom Landgericht Düsseldorf vom 9.3. des Jahres, das für viele von Ihnen interessant sein kann. Das Landgericht untersagte die Nutzung von Facebook-Page-Plugins, Like-Buttons und anderen Social-Media-Plugins. Im Grunde genommen geht es um alle Codeschnipsel, die Sie auf Ihrer Internetseite einbinden und die direkt auf die Social-Media-Seiten zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel die Timeline von Facebook oder auch von Twitter, die Fans, die Anzeige der Fans, wie viele Likes sie haben und auch natürlich der Gefällt-mir-Button. Im Grunde genommen steckt auch diesmal wieder dahinter, dass die Übermittlung der IP-Adresse als problematisch angesehen wird. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig und es bleibt abzuwarten, ob es angefochten oder vielleicht sogar aufgehoben wird. Nichtsdestotrotz ist mit einem Anstieg von datenschutzrechtlichen Abmahnungen zu rechnen. Alle weiteren Informationen finden Sie unter anderem unter allfacebook.de. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen abmahnfreien Tag und viel Erfolg. Alle unsere Expertinnen-Tipps können Sie auf unternehmerinnen.tv auch einzeln ansehen. Wie individuell und ideenreich das Designerteam von No Gallery arbeitet, bewundern wir neuerdings in unserem Studio. Sogar unsere Bildmarke wurde ausnahmsweise umgesetzt.
Grundsätzlich bekommt man Wörter und Sprüche in 3D. Der Wortschatz wächst, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, individuelle Wörter zu bestellen. Glückwünsche, Mutmacher, Trostwörter, Liebeserklärungen zum Aufstellen oder an die Wand hängen. Wir haben ein paar Kreationen von No Gallery für Sie. Wir verlosen jetzt 4 wunderbare Styles von No Gallery. Wir möchten von Ihnen wissen, in welchem Stadtteil von Köln ist die Manufaktur von No Gallery zu finden? Die Antwort geben Sie auf unserer Gewinnspielseite. Einsendeschluss ist der 14. Juni. Küsschen rechts, Küsschen links, Jubel, Orgien, laute Rufe, stürmisches um den Hals fallen. Alles nicht wirklich typisch chinesisch. Wie begrüßt man sich denn richtig? Unser Sprachgenie Lisa weiß Bescheid. Alle bisherigen Folgen unserer Serie Chinesisch für Anfänger können Sie auf unternehmerinnen.tv sehen. Liebe Lisa, heute wollen wir uns etwas genauer mit der Begrüßung beschäftigen. Gibt man in China eher die Hand oder verneigt man sich? Also man gibt manchmal die Hand, aber das nur, wenn man sich nicht so wirklich kennt. Man kann sich aber auch umarmen. Das heißt, wenn wir beide uns auf der Straße in China treffen, was wir ja hier sowieso machen, dann können wir uns auch um den Hals fallen. Ja, kann man. Man sagt ja immer, die Chinesen sind so zurückhaltend, aber so, dass man sich so richtig freut und jubelt, einander zu sehen, das gibt's auch? Nicht wirklich. Da hält man sich schon so ein bisschen zurück, ne? Ja, man hält sich eher ein bisschen zurück. Okay, also dann würden wir uns in China auf der Straße, würden wir uns höflich umarmen. Was sagt man denn aber zur Begrüßung? Ni hao, ni hao ma. Und dann kann man danach sagen, xie xie, wo heng hao. Okay, also ni hao, ni hao ma heißt? Hallo, geht es Ihnen gut? Und was sage ich dann zur Antwort? Danke, mir geht es sehr gut. Wenn es mir überhaupt nicht gut geht, ich habe zum Beispiel Zahnschmerzen und hatte so einen richtig doofen Tag, kann ich das dann auch einfach sagen? Ja, kannst du, aber es ist ja nicht so höflich. Also höflich ist schon, ich tue so, als hätte ich keine Zahnschmerzen und sage, es geht mir gut? Das wäre höflich, aber naja, man lügt dann halt. So ein bisschen, ne? Aber das tut man ja bei Höflichkeiten häufiger mal. Wenn Sie eine bestimmte Frage haben zur chinesischen Kultur oder wissen möchten, was ein bestimmter Begriff auf Chinesisch heißt, dann schreiben Sie uns einfach an info@unternehmerinnen.tv. Vielen Dank, Lisa. Alle unsere Folgen von Chinesisch für Anfänger können Sie auf unternehmerinnen.tv auch einzeln ansehen. Sie sind absolute Internetstars, Maya und Geis. Die 17-jährige Schülerin kaufte einst das Shetland-Pony auf einem niederländischen Pferdemarkt. Und zu Hause begann Maya Hegge dann, ihrem gelehrigen Pferdchen viele Tricks beizubringen und wurde damit immer bekannter. Heute treten die beiden in den großen Pferdeshows bundesweit auf. Millionen Klicks begleiten ihre Internetvideos. Wir trafen Maya und Geis zum UTV-Interview auf der Messe Hansepferd in Hamburg. Ja, also eigentlich wollten wir ja hier irgendwie zu dritt auf dem Strohballen sitzen, aber Geis hat irgendwie vorgezogen, lieber unsere Ellbogen und die Mikros anzuknabbern. Macht er nicht immer alles, was du willst? Also doch meistens macht er schon, was ich möchte und was ich ihm sage oder worum ich ihn bitte. Natürlich nicht immer, denn dafür ist er ein Pferd und hat noch seinen eigenen Kopf, aber ich kann mich, glaube ich, nicht beklagen. Reiterinnen und Reiter behaupten ja immer, dass sie ihrem Pferd an jeder Mimik ablesen können, ob es gerade gut drauf ist oder einen schlechten Tag hat. Ist das bei euch auch so? Also ich kann ihm schon wohl ansehen, okay, hat er jetzt einen guten Tag oder wo ich dann eher sagen würde, okay, heute lasse ich ihn lieber in Ruhe. Scheint jetzt nicht so sein Tag zu sein. Also spätestens merke ich es, wenn ich wirklich ein bisschen mit ihm gearbeitet habe oder ja, so nach 5 Minuten ist mir eigentlich echt klar, okay, heute kann ich das mit ihm machen oder das Ganze total vergessen.
Auf der Hansepferd sind ja ganz viele auch ernste Reiterinnen und Reiter und es geht um Zucht und es geht um Preise und ganz wichtige Dinge. Bei dir hängt jetzt immer so eine Traube an der Box und alle sagen, oh, da ist Geist, da ist Maya. Seid ihr so ein bisschen hier, naja, so das typische Zirkuspferd auf der Veranstaltung? Also ich glaube, oder viele sagen halt echt, ja, das ist der von Facebook und guck mal, und haben quasi schon so ein Klischee von ihm, denke ich manchmal. Aber ja, Zirkuspferd würde ich jetzt nicht sagen. Ein Video 4 Millionen Mal angeklickt auf Facebook. Hast du dann noch an eine Fehlermeldung von Herrn Zuckerberg geglaubt oder war dir schon klar, dass ihr so, so bekannt und beliebt seid? Also Fehlermeldung habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe schon gedacht, was ist das denn jetzt? Also so Riesenzahlen. Also schon, dass da wirklich extrem viele Zahlen sind, die oder Aufrufzahlen da sind. Habe ich schon sowieso bei den normalen Videos quasi schon gedacht. Und dann nochmal ein Video, was so den Rahmen gesprengt hat, das überfordert mich bis heute noch. Also total verrückt, wirklich. In einem Jahr Abi, also so ein bisschen für die Schule machen musst du wahrscheinlich schon. Trotzdem, wie sieht euer Trainingstag aus? Denn üben müsst ihr ja. Ich meine, Gala, Show, Hansepferd, da muss man ja schon mal ein bisschen was für tun. Hey. Ja, auf jeden Fall. Also trainieren. Also ich komme halt von der Schule und dann ist quasi der restliche Tagesplan Pferde. Ja, Training, meistens wird er so 5-mal die Woche bewegt. Und je nachdem, ob jetzt halt auch eine Show ansteht, habe ich jetzt relativ viel noch davor gemacht an Zirkuslektionen, damit die Sachen halt auch wirklich alle sitzen und sicher abrufbar sind. Aber ansonsten halt auch viel andere Arbeit, dass da viel Abwechslung hat. Ja, aber zeitintensiv ist es auf alle Fälle. Wir gucken uns ja nachher noch die Galashow an. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ich meine, du bist natürlich mittlerweile bist du schon routiniert und es gibt viele Videos von dir, aber so eine Show mit Disco-Licht und viele Leute dann so, die auch Geld dafür bezahlt haben, ist das was anderes noch? Also schon, es ist schon was anderes. Natürlich hat man dann einen gewissen Druck oder so, dass es halt schon klappen soll oder es halt schön wäre, wenn jetzt alles planmäßig klappt. Und natürlich generell das Gefühl, vor so Publikum in so einer Halle zu stehen, das ist natürlich echt nicht ohne quasi. Also es macht echt einfach noch mehr Spaß, als jetzt irgendwie zu Hause so ein Video zu drehen, weil man ja das Publikum und die Menschen, die man sonst quasi nur über den Bildschirm da hat, die dann alle da live vor Ort zu haben, das ist schon cool, schönes Gefühl. Es gibt viele Anfragen. Mädels und Jungs wollen sagen, ich möchte auch einmal so sein wie Maya oder ich habe da auch noch einen Chatty im Garten. Du wirst dein Wissen und deine Erfahrung jetzt weitergeben. Wie wird das aussehen? Ja, also da haben mich wirklich viele Fragen, wie ich was mache, ob jetzt Nachrichten in Facebook oder wie hier an einer Veranstaltung, wo dann viele zu mir hinkommen, sag mal, wie hast du das und das gemacht? Habe ich jetzt überlegt, zum Sommer hin vielleicht mal einen Kurs zu machen. Das ist auf jeden Fall in Planung. Und mal schauen, ob uns das gefällt, ob wir da was für über haben quasi und ob wir dabei bleiben oder ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und wie geht's dann weiter, wenn das Abi geschafft ist? Das Fach Pferde wird, gibt's glaube ich im Abitur als Pflichtfach nicht, ne? Nein, also ich habe auf jeden Fall geplant oder ich hatte immer gesagt, die Pferde bleiben Hobby und die Pferde bleiben Hobby und nicht mehr, aber darüber bin ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher über diese Aussage. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Erstmal meine Schule fertig machen und dann mal schauen, wo wir in einem Jahr sind. Jetzt bist du ja schon auch so ein bisschen Unternehmerin schon. Es gibt Ausstatter, es gibt Shows, es gibt viele Termine, die du wahrnimmst. Es gibt auch eine mediale Öffentlichkeit, Facebook-Star und YouTube-Star bist du schon. Aber es gibt darüber hinaus natürlich auch viele Anfragen. Wie passt das zusammen, Unternehmerin und dann doch die ganz stinknormale Maya in der Schule? Also so wie jetzt zum Beispiel hier, das ist ein super gutes Beispiel, an diesem Wochenende ist halt total dieses Business, sag ich mal, und dieser Job, den wir halt haben. Und dann komme ich Montag wieder in die Schule und alles ist quasi wieder normal. Ich habe meinen normalen Alltag wieder, gehe wie jeder zur Schule. Also immer zusammenpassen, habe ich das Gefühl, tut's nicht, aber doch, es lässt sich schon gut kombinieren. Aber ich habe da auch schon klare Grenzen und versuche das nicht zu vermischen, sondern eine Sache da und die andere dann wieder hier. Wir haben deinen sehr netten Papa kennengelernt, der sagt, er lässt dich machen. Das ist eine Menge Vertrauen. Andere Eltern würden wahrscheinlich das ganze Management an sich reißen und würden das, dein ganzes Business mitentscheiden. Was habt ihr denn für ein Verhältnis, dass sie dich ja in der Tat machen lassen und dir so sehr vertrauen? Also auf jeden Fall ein gutes Verhältnis wohl. Also ich versuche sie halt auch wirklich nicht zu enttäuschen oder da, also weiß nicht, es wird mir auch gar nicht in den Sinn kommen, das mal irgendwie auszunutzen für irgendwas.
was jetzt nicht von Vorteil wäre oder so. Ja, und ich glaube, sie merken auch einfach, dass ich daran wohl Spaß habe und ja, lassen mich deswegen auch, glaube ich, einfach machen. Maja, Hegge und Geist, ganz herzlichen Dank im UTV Talk. Und wie das Ganze in der Hansepferd-Galashow aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Das war das UTV Magazin. All unsere Beiträge können Sie auf unternehmerinnen.tv auch einzeln anklicken. Wir halten Sie auf dem Laufenden, auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter und im Newsletter. Und wenn Sie auch bei UTV mitmachen möchten, alle Infos finden Sie auf unserer Homepage. UTV. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Wir sehen uns.